Hallo, wir geht's? Mein Name ist Ain und ich bin Malaysierin. Ich spreche Englisch und investiere in Bichen Deutsch und Koreanisch. Ich bin ledig und ich wohne in Selangor. Ich bin Studentin und arbeite nicht. Meine Hobbys sind Musik hören und Fernsehen. Familie im Wandel. Vor 100 Jahren war die Familie die wichtigste Form des Zusammenlebens. Familien mit 5, 6 oder 7 Kindern waren ganz normal. Heute sind die Familien in der Regel viel kleiner. Neben der klassischen Familie sind in den letzten Jahrzehnten verschiedene andere Lebensformen entstanden. Trotzdem ist für die meisten Menschen die Familie weiterhin wichtig. Denn bei Umfragen steht für fast 90% der Bevölkerung die Familie an erster Stelle. Familie im engeren Sinne sind Vater, Mutter und Kinder. Man spricht auch von der Kernfamilie. Es in einem erweiterten Sinne kommt die Verwandtschaft, das heißt die Großeltern, die Tanten, Onkel, Cousins und Cousinen hinzu. Wenn man heiratet, sagen die neuen Verwandten, dass man nun zur Familie gehört. In Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt es heute vor allem Familien mit 1 oder 2 Kindern. Statt der Großfamilien vor Jahrzehnten sind solche Kleinfamilien heute üblich. Danke schön.